Es gibt ja Künstler, die große Selbstdarsteller sind. Zu denen gehöre ich nicht. Für mich ist immer das Werk an der ersten Stelle. So ein Film ist wie ein Magnetfeld und das gesamte übrige Leben richtet sich nach diesem Magnetfeld aus. Wenn ich zurückblicke auf diese 50 Jahre, habe ich höchstens 3 oder 4 Jahre dieser Zeit ausschließlich mit der Kunst verbracht. Und all die anderen Jahre waren Kämpfe ums Überleben und um sein Terrain zu erobern. Es geht nicht um Resultate. Es geht auch beim Filmemachen nicht um den Erfolg, weil Erfolg ist etwas Statisches. Ich finde, man sollte da nicht mit Enttäuschung drauf reagieren, sondern das Gefühl zu leben, am lebendigen Fluss der Dinge teilzuhaben, ist sehr viel wichtiger. Ist halt auch ein einsamer Raum. Finde ich gar nicht. Der wartet. Der wartet auf Tausende von Leuten. Jetzt ist es einsam. Sitzt ja keiner da. Ja, aber 800 Mal einsam.